Sancho ätzt gegen DFL. Jadon Sancho hat auf die Geldstrafe der DFL wegen eines unerlaubten Friseurbesuches reagiert und über Twitter seinen Unmut geäußert. Der Flügelflitzer bezeichnete die Strafe der DFL als absoluten Witz, löschte den Tweet aber rund 90 Minuten später wieder. Zuvor waren die beiden BVB-Stars Manuel Akanji und Jadon Sancho von der Deutschen Fußballliga für ihr Vergehen mit einer 10.000-Euro-Strafe belegt worden. Beide Spieler hatten bei häuslichen Friseurterminen gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards sowie insbesondere gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL Taskforce verstoßen. Erkennbar ist dies auf Fotos, die in klassischen Medien und auf Social Media veröffentlicht wurden. Finanzboss verlässt Schalke 04. Mitten in der Schalker Krise bittet Finanzvorstand Peter Peters um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Wie der Verein per Pressemitteilung bestätigte, ist der Aufsichtsrat dieser Bitte nachgekommen. Offiziell wird Peters damit zum 30. Juni 2020 aus seiner Tätigkeit entbunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies sprach Peters seinen Dank aus. Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist. Dafür gebührt ihm unser Dank. Peters war seit 1993 in verschiedenen Positionen auf Schalke tätig. Zunächst engagierte er sich als Geschäftsführer, um dann später den Posten Vorstand Finanzen und Organisation zu übernehmen. Ex-Bayern-Star sorgt sich um Coman. Bayern-Legende Bischente Lizarazu macht sich aufgrund der Verletzungshistorie von Kingsley Coman Sorgen um seinen Landsmann. Ein Problem für ihn ist, wieder das Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Coman braucht die Freiheit in seinem Kopf, um seinen besten Fußball spielen zu können, sagte Lizarazu der Abendzeitung München. In dieser Saison fehlte der Franzose schon mehrfach verletzungsbedingt. Kurz vor Weihnachten wegen eines Kapselrisses, im Februar plagte ihn eine Zerrung. Obwohl er in allen vier Spielen nach dem Restart zum Einsatz kam, konnte der Flügelspieler kaum Akzente setzen. Wenn man Angst hat, wird das nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen ängstlich auf dem Platz ist. Nach all diesen Verletzungen, führte Lizarazu aus.